Es ist Montag und euch liegt noch das komplette Wochenende in den Knochen. Ja, sorry, dann habe ich auch keine Tipps für euch. Plötzlich klingelt der Wecker, ihr schaut auf die Uhr, scheiße, es ist Montag. Ich glaube, so geht's irgendwie jeden von uns, denn irgendwie war das Wochenende wieder komplett zu schnell vorbei. Und warum? Weil ihr nicht meine 10 Regeln für ein perfektes Wochenende befolgt habt. Gut, ich habe die selber nicht befolgt und habe mir das ganze Wochenende nur War Inc. gezockt, aber... Jo, flieg doch nochmal durch, hm? Aber hey, dazu ist das Wochenende schließlich da. Ja, Leute, und da heute Montag ist, habe ich natürlich kein Thema vorbereitet fürs Wochenende, weil ihr habt vielleicht gemerkt, ich kam nicht so richtig dazu, irgendwas zu machen. Denn meine Wochenenden laufen in Wirklichkeit so ab, ich denke mir einfach, ah, okay, cool, Wochenende, da kannst du bestimmt 5-6 Videos vorproduzieren. Und dann ist plötzlich Samstag und ich denke mir so, scheiße, es ist 17, 18 Uhr, du musst noch dringend erstmal eins für heute raushauen. Und genauso läuft es dann auch am Sonntag ab. Und da habe ich irgendwie weder einen Plan, was ich am Montag mache, noch sonst irgendwie. Aber ich möchte diesen Daily Vlog weitermachen und ja, einfach nur groß abkassieren damit. Also ihr seid mir eigentlich total egal und das Ganze, ob das euch irgendwie unterhält oder so. In Wirklichkeit möchte ich einfach nur meine Taschen füllen, damit ich irgendwann hier rausspazieren kann und mit Geldscheinen um mich werfen und Stripperinnen bezahlen kann. In Wirklichkeit möchte ich durch euch einfach nur so viel Geld verdienen, damit ich meine Taschen voll habe und zu Kaisers gehen kann und die Geldscheine Tina in den Ausschnitt stecken kann. Wer Tina von Kaisers ist, dann erzähle ich euch ein anderes Mal in einer anderen Vlogging-Folge. Denn ich habe selber noch keine Ahnung, was da läuft. So, bis dahin, ich werde jetzt noch eine Stunde schlafen gehen und dann auf Arbeit und wir sehen uns morgen in einer neuen Folge in der Reihe Meine Meinung zu. Welches Thema es sein wird, habe ich jetzt auch noch keine Ahnung. Ja, bis dahin, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Meine Meinung zu fucking Scheißdrecks Facebook. Also im Titel steht das Scheißdrecks fucking eben nicht.